Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Geschichte. Ich bin Ella und ihr seht, dass wir heute nicht im Studio sind, sondern im Deutschen Historischen Museum, weil wir dachten, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, mal zu sehen, wie hier so mit Geschichte umgegangen wird und wie hier Geschichte erzählt wird. Das hier ist Herr Skriba. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Der hat sich heute für uns Zeit genommen. Und zuerst würde ich Sie gerne mal fragen, was eigentlich Ihre Aufgabe hier im Museum ist, was Sie eigentlich hier so machen. Ja, ich bin eigentlich hier in diesem Museum Kurator. Das heißt, ich plane und organisiere Ausstellungen, überlege mir Themen, natürlich in einem Team. Und die setzen wir dann um eben in Ausstellungen. Und dazu muss man ganz, ganz viele spannende Objekte finden, überall weltweit, die wir dann hier in diesem Museum präsentieren. Weil wir haben natürlich eine riesige Sammlung auch mit 1 Million Objekte hier in diesem Museum. Und davon sind hier in der Dauerausstellung ungefähr 7000 präsentiert aus unserer eigenen Sammlung. Was würden Sie sagen, ist im Moment so eine der spannendsten Ausstellungen, die Sie gerade haben? Die man sich definitiv angucken muss? Ja, definitiv natürlich immer unsere Dauerausstellung, die jetzt schon seit 9 Jahren sehr, sehr erfolgreich läuft, mit immer ungefähr 700.000 bis 800.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr. Wow. Wir haben momentan auch eine ganz spannende Ausstellung zu 1945, zum Kriegsende in Europa. Okay. Die sollte man sich ansehen. Ja. Und wir haben eine ganz, ganz spannende Ausstellung zu Homosexualitäten, also zur Geschichte der Homosexualität seit dem 19. Jahrhundert und dem Umgang damit, zusammen mit dem Schwulenmuseum. Ja, und last but not least, wir haben eine ganz, ganz tolle Ausstellung zur Alltag Einheit, 25 Jahre deutsche Einheit. Wir zeigen aber nicht den Weg zur deutschen Einheit, sondern wir zeigen einfach mal, wie sind die beiden deutschen Staaten zusammengewachsen nach der Einheit. Also auch wirklich ganz von unten, bei Familien, bei Sportvereinen. Wie hat das eigentlich alles so funktioniert? Und als Museum sind wir natürlich nicht verstaubt, wie man das gemeinhin von Museen hier denkt. Wir haben natürlich einen YouTube-Kanal, natürlich sind wir auf Facebook vertreten und wir sind ganz, ganz stark im Internet präsent mit unserem lebendigen Museum online, LEMO. Ja. Dort stellen wir Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts dar, auch ganz speziell für junge Leute gemacht. Und wir wissen aus ganz, ganz vielen Gesprächen und aus Mails, die wir von Lehrern und Schülern bekommen, wie wichtig das für die Schüler ist in der Vorbereitung für Referate oder fürs Abi, dass das ganz, ganz stark da genutzt wird. Das hören wir auch immer wieder in den Kommentaren unter unseren Videos, dass sich dann Leute melden und schreiben, Gott sei Dank, ich habe morgen den Test genau zu dem Thema, ihr habt mich gerettet. Dann vielen Dank, Herr Skriba, für das interessante Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Bitte sehr. Toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Und vielleicht können wir hier einfach noch ein bisschen zusammen durch die Ausstellung. Ja, gerne. Ich zeige Ihnen gerne noch ein bisschen hier was von der Ausstellung. Wir haben ja insgesamt 7000 Objekte hier. Und vielleicht können wir ja mal eine ganz spannende Geschichte hier zu dem Gemälde erzählen, was hier in diesem Raum hängt. Ja. Nämlich dort, was wir sehen. Das ist ein sogenanntes Arbeitsvermietungsbüro. Das ist sozusagen eine Vorform des Arbeitsamtes, so Ende des 19. Jahrhunderts, als Berlin immer mehr wuchs und die Leute vom Lande eben hier nach Berlin kamen, sind sie hier weitervermittelt worden als Kutscher, als Diener, als Köchin und so weiter. Und was wir hier sehen, das ist eine Dame aus dem Spreewald. Und diese Spreewälder Frauen, die sind immer als Amm vermittelt worden, die also die Säuglinge in höheren Häusern sozusagen gestillt haben. Das sieht man daran, die eine Dame guckt auch schon recht interessiert auf die Brust dieser Spreewälderin. Und die Spreewälder sind deswegen so gerne genommen worden, diese Frauen, weil das Spreewald, ja, wenn man schon mal da war, der ist halt immer fruchtig, der ist grün, der ist saftig. Und man hat immer gedacht, die Leute aus dem Spreewald sind eben gesünder als der Rest von Brandenburg und Sachsen und wo die Leute sonst so herkamen. Ja, was wir hier sehen, wir stehen hier vor einem meiner Lieblingsobjekte. Das ist das Modell des Imperator. Wir kennen ja alle die Geschichte der Titanic und wir wissen, die Titanic, als sie gesunken ist, war es das größte Schiff der Welt. Ja. Wäre sie nicht gesunken, wäre sie aber nicht mehr lange das größte Schiff der Welt geblieben. Denn dieser Imperator, also ein deutsches Kreuzfahrtschiff, war nicht zufällig 3 Meter länger als die Titanic. Es gab eben diesen Wettlauf Großbritannien, Deutschland zur See, der sich auch auf diese Zivilschifffahrt ausgebreitet hat. Man hat sich also hier wirklich überholt, was die Größe der Schiffe betrifft. Wenn Sie jetzt den Vergleich ziehen zur Titanic, gab es denn hier genug Rettungsboote? Ich hoffe ja. Sieht zumindest so aus. Ja, was wir hier sehen, ganz viele Dinge, die für uns heute ganz normal sind,
sind alle so Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und erfunden worden. Ja. Wir sehen hier das Fahrrad, was es so ungefähr ab 1870 auf den Straßen gegeben hat. Heute sehen die Fahrräder natürlich alle ganz anders aus. Ich glaube, ich würde da nicht hochkommen. Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Oder die ersten Schreibmaschinen sind damals in Mode gekommen. Ja. Die Fotografie ist Ende des 19. Jahrhunderts dann für breitere Massen verfügbar gewesen, sodass man eben solche Kameras dann auch mal mitnehmen konnte, ja, wenn man auf Reisen war. Was wir hier auch sehen, das ist eines der allerersten Automobile, die es damals gegeben hat. Ein Ärztewagen, Doktorwagen. Das sieht man nämlich daran, dass er zwei Sitze gegenüberliegend hat. Anders als die frühen Wagen, die es sonst gegeben hat, ja, wo man immer nur ein Steuer hatte und ein oder zwei Sitze nebeneinander, konnte eben hier dann auch gegebenenfalls ein Patient noch mitfahren in die Klinik oder in die Praxis Perfekt. Des Doktors. Ja, wir stehen hier vor einem unserer bekanntesten Gemälde, das heißt nämlich Der Streik. Was wir hier auf dem Gemälde sehen, ist eine Streikszenerie vor einer Fabrik. Ende des 19. Jahrhunderts sind die Fabriken ja sozusagen fast wie Pilze aus dem Boden geschossen im ja. Zuge der Industrialisierung. Die Menschen mussten dort unter ja, erbärmlichsten Bedingungen arbeiten. Nicht wie wir es heute kennen, 8 Stunden, sondern manchmal 14, 16 Stunden dort unter wirklich schlechten Bedingungen arbeiten. Links unten die Mutter, denn das war natürlich für Frauen damals, wenn sie Kinder bekommen haben, ganz, ganz schwierig, das zu vereinbaren, eben auch einen besseren Mutterschutz. Und deswegen ist dieses Bild ist deswegen auch eine Ikone geworden der Arbeiterbewegung, die sich hier herausgebildet hat. Jetzt kommen sie an und fordern ganz, ganz selbstbewusst ihre Rechte ein und bringen hier ganz selbstbewusst ihre Forderungen dem Fabrikarbeiter entgegen. Ja, als das Museum hier Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtet worden ist in diesem Zeughaus, war es ja ein Museum rein zur Ehre und zur Glorie der preußischen Armee. Hm. Also es wurde eigentlich alles gesammelt, was irgendwie mit der preußischen Armee zu tun hatte, mit Kriegen zu tun hatte, mit Fahnen, mit Waffen, mit Uniformen, die eben auch in diesen Kriegen erbeutet worden sind. Die wurden hier alle ausgestellt. Und das war es ja eigentlich bis 1945 ein mehr oder minder reines Militärmuseum ja. zur Ehre der preußisch-deutschen Armee. Das war sehr interessant und ich habe jetzt schon viel gelernt. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr zum Ersten Weltkrieg hören wollt, dann haben wir hier oben das dreiteilige Special zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Und wenn ihr mehr zum historischen Museum hören wollt, haben wir die ganzen Links für euch in der Infobox, also YouTube und Facebook. Oder wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch einfach herkommen.